Herzlich willkommen im neu gestalteten Zentrum von Baselingen. Wir gehen heute auf die Straße und befragen die Baselinger Bevölkerung zum Thema Sehenswürdigkeiten in fremden Ländern und testen, wie fit unsere Baselingerinnen und Baselinger dabei sind. Guten Abend und halte ich mich nochmal. Okay. Also, es geht um Sehenswürdigkeiten. Ich zeige dir jetzt ein Video, wo der TV Sehenswürdigkeiten darstellt. Du musst herausfinden, entweder auf ihre Sehenswürdigkeit oder zu welchem Land das geht. Ist das schwierig? Nein, überhaupt nicht. Oh Gott. Wenn du nicht weißt, wenn der mich schneiden wir alles aus. Nein, alles, was du nicht weißt, wird rausgeschnitten. Ich bin einfach nur die richtige Antwort. Also, Nummer 1. Jetzt kommt die Sehenswürdigkeit rein. Das ist die Freiheitsstatue. Aha, Freiheitsstatue. New York, Amerika. Freiheitsstatue. Voilà! Oh, wow, die habe ich verpasst. Das Brandenburger Tor. Jawohl! Da geht es um ein Land. Was ist so dann? Russland. Russland. Türkei. Was? Putin. Russland, denke ich. Genau. Kamel, hä? Das ist ein Kreiskamel. Das ist kein Kamel. Oh. Ein Elefant. Ah, gut. Ein Elefant. Und jetzt soll das Land noch herausfinden. Indien, denke ich. Ja. Kamel und ein Dromedar. Ein Elefant. Das sollte ein Elefant darstellen. Nicht das Kamel. Nein, eben nicht. Indien in dem Fall. Aber zu welchem Land gehört das Tier? Es kommt da noch in gross. Und jetzt wird das Land ein bisschen darstellen. Das letzte noch. Du hast ein bisschen mit dem Eiffelturm. Ja, ich möchte, dass ihr jetzt einen Eiffelturm machen. Aber fast, die Form ist etwa gleich. Bei Pyramiden. Ägypten. Jawohl. Pyramiden. Perfekt. Ägypten. Zu welchem Land? Ägypten. Ägypten. Pyramiden. Okay, Ägypten. Ja, also da ist der Ägypten. Jawohl. Sicher, ja, nicht mal Reto. All die Sehenswürdigkeiten sind aus unserem Thema Reisereportage im 2015. Aber noch fast wichtiger als all die Sehenswürdigkeiten sind ja bekanntlich die obligaten Selfies, die man heutzutage so macht.